An diesem Video sehen wir ein paar weitere essentielle Formatierungsoptionen, die der am alltäglichen Gebrauch Motherboard braucht. Wir starten gut und wir schauen hier den Learning Log ran, den zum Schluss vom letzten Video erstellt gehen hat. Wird kriegt ihr schon mit euren rezenten Dokumenten, die ihr bearbeitet tut, zu Kondition, dass ihr hier oben angeloggt seid. Wenn ihr nicht wisst, wen sich anloggt, muss ihr das Video von vorher gucken. Ich klicke hier auf mein Learning Log und dann geht den herangeladen. Nachdem wir am letzten Video als von allem Heimat den Optionen in der Kategorie Font beschäftigt haben, gehen wir los an den Kategorie weiter und gucken als hier die Kategorie Paragraph und als ein Paragraph. Wir gehen die Optionen hier rein und durch, wie sie sich präsentieren. Die erste Funktion, die wir hier haben, ermöglicht als für und all Paragraph einen Bullet-Punkt zu setzen. Dann möchte ich den am einfachsten, indem es den paar Paragraphen auswählt, die will als eine Löschstufweise losen und dann entweder klicken wir auf den Hauptteil vom Icon und dann erstellt Word als ein gelöscht. Oder wir klicken auf die kleinen Dreieckkanten drunter und da kriegen wir verschiedene Möglichkeiten, wie dann als ein Punkt soll ausgesehen. Ich wähle hier zum Beispiel den Häkchen hier aus. Word ändert dann dementsprechend als Licht. Wenn das Licht will deaktivieren, nehme ich mir einfach wieder, der klickt einfach Remedy auf den Hauptteil vom Icon und dann hat er Paragraph kein Licht mehr. Die nächste Funktion ermöglicht dir, Paragraphen durchzunummerieren. Mit tut das dieselbe, der wählt die Paragraphen und der Welt nummerieren und dann klickt er hier drauf an die Gesicht, wird nummeriert täglich durch. Die doch Optionen für die Nummerrotation zu bestimmen, der klickt auf den kleinen Icon hinten drunter, den Dreieck, und dann hat er hier verschiedene Beispiele. Der kann also nicht nur mit 1, 2, 3 nummerieren, mehr auch zum Beispiel mit ABC oder mit römischen Ziffern. Ich habe hier zum Beispiel römische Ziffern ausgewählt. Für die Nummerierung wegzuholen, klickt ihr einfach auf den Icon. Die nächste Funktion zu verstehen, habe ich hier etwas kleines Lot dabei geschrieben. Und zwar die nächste Funktion als ein sogenannten Multilevel löscht. Den Unterschied als subtil. Guck mal so verdächtig und welche Optionen das wir hier Gebäude kriegen. Wir klicken auf den kleinen Dreieckkanten auf dem Icon und so sieht beispielsweise ein Multilevel-List aus. Ein Multilevel-List ist sich besonders gut für Informationen zu hierarchisieren, also an einer Struktur aufzubauen, wo ihr erkennt, was das ein großer Titel, was das ein durchschnittlicher Titel, was das ein kleiner Titel. Das heißt, das ist eine Funktion, die sich immens gut eignet, von der ich zum Beispiel will erkuren, um Computertippen an eben Nummerrotation überholen. Wir machen mal hier ein Beispiel. Ich werde mal alle die Paragraphen hier aus, die ich gerade erstellt habe. Und so zum Wort, ich hätte das gerne als ein Multilevel-List und ich hole zum Beispiel die heute. So, am Moment haben wir hier noch ein Problem, das wir einfach direkt lesen werden. Am Moment wird Word nämlich alles so markiert, wie wenn alle die verschiedenen Elemente die gleich wichtig geht hätten. Wir wissen einfach, dass das ein Hauptpunkt die Karte aus und dann ein Innerpunkt von dem Kapitel aus die Elemente einer Karte und dann die vier letzten Elemente, die gehören aus der Rubrik die Elemente einer Karte. Wir bringen also Word die verschiedenen Hierarchien, die verschiedenen Strukturen bei. Das geht relativ einfach. Wir klicken einfach an die Zahl von dem Element, was wir bearbeiten wollen. Ich habe die Elemente einer Karte ausgewählt. Also braucht man noch eine weitere Funktion, die sich oben an dem Paragraphenbereich findet, und zwar das sind die zwei Ikonen hier. Hier da kann man nämlich eine Innerstufe definieren. Das heißt, du siehst, wir rutschen die Elemente einer Karte einen Schritt nach rechts und du machst da, als wir das Wort klar haben, das ist ein Teil von dem großen Punkt die Karte. Schon drauf geklickt und ihr seht, die Nummerrotation hat geändert, der Layout von den Elementen einer Karte wird auch automatisch angepasst und das Ganze das Lo an einer Hierarchie, auf verschiedenen Leveln, verschiedenen Niveaus. Nun machen wir dasselbe hier mit den vier letzten Elementen. Die sollen ja in einer Kategorie von den Elementen einer Karte sein. Das heißt, in diesem Fall muss man zweimal auf die Funktion Increase Indent, also den Einzug erhöhen, klicken. Mit einem Klick sind wir auf demselben Niveau wie die Elemente einer Karte. Mit den vier letzten Elementen sind ja ein Teil. Das sind ja die Elemente einer Karte. Das heißt, die muss nach einem Niveau mehr rangerutscht sein. Wir klicken also nach einem Klick auf Increase Indent. Und hier sind sie dann
E-Level mehr weit gerutscht, die Rotationsform wurde auch geändert, weil das ist eben auch ein Merkmal von einer Multilevel-Liste, dass all Niveau sein spezielles Rotationsmuster hat. Und angefangen für die Großtiteln mit einer römischen 1, dann die Innerpunkte sind hier in diesem Fall mit einem A nummeriert und dann die Einzelelemente dann von 1 bis jeweils die 12 durchnummeriert. Die Nummerierungsfunktion ist immens praktisch, mit einer kleinen Warnung an dieser Stelle. Ganz tags funktioniert sie nicht gerade so perfekt, wie das hier gegangen ist. An dem musst du besser mit verschiedenen Optionen spielen. Auch mal eine Rotation in einem Waschmachen dabei setzen, weil das etwas, wo du heinst du sing Launen hat. Für die nächsten vier Funktionen habe ich hier einen Paragraph dabei gecopy-pastet aus der Wikipedia über Mikronesien. Die nächsten Icons, die wir uns angucken, sind alle gut, um zu sehen, wie der Paragraph orientiert ist. Am Moment ist halt die erste Option aktiviert, die sich Align Left nennt. Was bedeutet das? Wenn wir uns den Paragraph hier über Mikronesien angucken, sehen wir, dass sich der Paragraph auf der linken Seite aligniert ist. Das heißt, die Zeilen sind links gebunden. Seht ihr auch dazu. Welche Optionen gehen da noch, für den Paragraph zu bannen oder auszurichten? Wir wählen einfach mal den Paragraph hier an. Für das zu selektionieren, dass wir keine App ist, da machen. Und dann gehen wir oben halt Optionen durch. Die zweite Option ermöglicht ihr, den Paragraph zu zentrieren. Schon hat gerade geklickt an eben losen Zeilen nicht links oder rechts bündig gehalten, mit dem ganzen Paragraph steht an der Mitte und auch als Zeil als Dorems zentriert. Das ist zum Beispiel eine Funktion, die ihr gerne benutzt, für einen Titel zu formatieren. Das kann ich zum Beispiel gut erkennen, wenn ich meine erste Zeile auswählen und dann zentrieren, weil ab, da springt zu sich mein Titel, mein Learning Log und mit. Die nächste Option, wir wählen hier mal als Paragraph und als vier Paragraph rechtsbündig zu alignieren. Voilà, lo als hei, ob da rechts seid, ein Propagant, lo sind du Zeilen aligniert, respektive die Paragraph als rechts gebunden. An die letzte Option, wie kann du orange das sehen, die sorgt dafür, dass der Paragraph sowohl rechts wie auch links bündig ist. Das heißt, hier ist die Option, die nennt sich Justify oder Justifier. Wenn ihr da drauf klickt, da gehen Zeilen aus sich so organisiert, dass auf der linken Seite ein schnittig kann das und auf der rechten Seite auch der erste Paragraph, also sowohl links wie rechts gebunden. Das nennt ihn Justified. Und ich werde meistens gesucht kriegen, dass er Texte sollen Justified sein. Das ist die Option, die dann mit der Gemengt ist. Die nächste Option, die erlaubt dir, den Zeilenabstand zwischen den einzelnen Zeilen mit Größen und mit Klängern zu stellen. Zum Beispiel, hier können die so in oben ein Paragraph auf Mikronesien, da sind Zeilen relativ nur bei ihnen. Du gibst mir gerne den Abstand ändern. Dafür benutzen wir dann den nächsten Icon hier in diesem Paragraphenbereich. Aber wenn du drauf klickst, dann hast du hier verschiedene Werte. 1,0 heißt den Zeilenabstand aus auf der Standardanstellung. Und dann, gesehen davon, wenn ich hier verschiedene Werte auswählen würde, gibt es immer eine Voransicht, wie das dann ausgesagt. Ich wähle in diesem Fall 1,5, das ist auch ein Parameter, den er da gesucht kriegt. Von der Text schreibt, der Zeile sollen einen Abstand von 1,5 haben, weil ganz tags ist das mehr agreeable zu lesen. Mit dem nächsten Icon, mit dem Pfeiftippen, du kannst den Hintergrundfarbe vom Paragraph erstellen. Geht durch, dass einfach eure Mauscursor am Paragraph sich befindet und davon der High-End Pfeift auswählt, dann geht das auch eben direkt angewiesen. Und das ist immer der ganze Paragraph, den auch gefärbt wird. Ich will den High-End Volumen lang Licht Blue. Mit dem letzten Icon an der zweiten Zeile hier könnt ihr den Bar von einem Paragraph definieren. Wenn ihr auf den Ausklappdreieck draufklickt, dann kriegt ihr direkt verschiedene Optionen, wie die Barren sich um den Paragraph lehnen sollen. Ihr könnt Barren für verschiedene Seiten einzeln lehnen oder zum Beispiel, wenn der Outside Borders ausfällt, dann gibt es ein Köstchen aus der Erstalt rund um den Paragraph. Das heißt, auf allen Seiten gibt ein Bar gezogen. Der hat auch Möglichkeiten für Bohren mit fein anzustellen und das fand ich in der ganz letzten Option Borders and Shading. Wenn du drauf klickt, kommt da an ein neues Menü. Ich kann zum Beispiel auswählen, wie eine Form oder wie eine Linie sollen ausgesehen. Zum Beispiel, wenn da mir ein Deckling gern hat, können wir die entsprechend hier auswählen. Wenn er validiert, gesehen da geht der Bohr angepasst. Oder wir gehen rein hier ran an Borders and Shading. Der können doch auswählen, ob er Paragraph soll schiert werfen. Schon nicht lange ausgewählt, validieren, weil er gesagt so aus, wie wenn er einen Textkast vom Blatt GIF aufheben. Geht sparsam mit so Effekten um, dass
Feiert nämlich ganz tags dazu, dass der Dokument ja noch relativ sehr billig ausgesagt und dass die Mengt, oh, den da der Stall hat, den hat keine Ahnung von Gu gehabt. Wir sprangen rup an die erste Zeile, hier für die Zulastfunktionen zu entdecken. Hier hat eine Sortierfunktion, der kann Paragraphen alphabetisch sortieren lassen. Da zum Beispiel testen wir hier unter den ersten Zeilen, die hier angefügt sind. Wenn ich auf Sort klicke, dann gehe ich an alphabetischer Reihenfolge von A bis Z sortiert. Da geht dann auf den Tisch gefragt, wer den sortieren will, mal ja die einzelnen Paragraphen, welche Genre von Paragraph aussieht, mal ja in dem Paragraph steht Text. Die gesagt, der kennt auch hei, wenn der Paragraphen mit Zullen aufhängen, Zullen sortieren los, auf groß und klein, klein auf groß, oder sogar Datum erkennen, an der kennt dann auch, wenn der an alle Zeilen mit einem Datum aufhängt, können die dann auch sortieren losen. Der klickt auf OK, und dann wird das heute in alphabetischer Reihenfolge sortiert. Mit dem letzten Icon an der ersten Reihe sieht man die wahrscheinlich wichtigste Funktion, wie überhaupt effizient können mit Word zu schaffen, auf ihr professionellen Layout können hinzukriegen. Den Icon hat ein Symbol, das dann nicht auf der Tastatur fand, was den auch sonst nicht wirklich beginnt. Aber das Symbol steht aus sich für eine ganz essentielle Funktion. Man klicken den Lummel und gucken, was sich am Dokument verändert. Es hat sich schlussendlich nicht viel vom Aufbau vom Dokument verändert, mehr Ziel und B-Mul Sachen dabei kommen. Und zwar, was ihr hier seht, das sind alles Positionsmarkierungen. Die hier noch am finalen Dokument, zum Beispiel, was ihr gedruckt habt oder was ihr als PDF speichert, nicht auftauchen. Mehr, die Symbole hier dingen ihr für zu überprüfen, ob zum Beispiel näherlts eine Zahl zu viel ist, ob nicht ein Espace zu viel ist an ihrem Satz. Und das geht eben halt besonders gut sichtbar, wenn da die Do-Funktion aktiviert. Wie ein Symbol gehen hallo benutzt. Am Schluss von all Paragraph steht das Paragraphen-End-Symbol. Das ist eben genau das Symbol, was so komisch ist, was auch sinnbildlich hier als Icon angewiesen wird. Natürlich auch, wenn ihr das Symbol seht, als ein Paragraph fertig. Dann hat er einen Punkt. Der Punkt symbolisiert, dass das Zeil ein Teil von enger löscht ist. Dann, wenn ihr guckt, zwischen den Wörtern, da ist ein Punkt am Platz vom Espace, aber der Punkt symbolisiert, dass effektiv du nimmst ein Espace aus zwischen den Wörtern, genau wie es soll sein. Ich schalte die Funktion kurz aus und ich mache absichtlich Heilo in Espace zu viel zwischen Kursiv aufschreiben. Wenn ich ein Blatt sehr gief überfliegen, dann gebe ich vielleicht nicht auffallen, dass du zwischen Kursiv schreiben in Espace zu viel hast. Aber wenn wir als Kontrollcharakteren aktivieren, dann fällt es schon echt ab, dass hier sich zwei Punkte markiert sind und gesagt ihr wahrscheinlich echt, dass du in Espace zu viel hast. Natürlich muss ich aber auch wirklich konzentriert überprüfen, sonst fällt einem auch nicht ab, auch wenn in die tote Kontrollcharakteren gewählt wird. Was fällt also nachher ab? Man ja zum Beispiel hier zwischen unserem Text oder unserem Paragraph über Mikronesien an unserer Licht, du sind zwei Paragraphen erstellt, die sich keine Daseinsberechtigung haben. Das heißt, du kannst in unserem Stand da zurückgehen und das runterrutschen. Und an dieser Stelle gebe ich euch nach gerne auf einen ganz wichtigen Unterschied hinweisen. Man meint anhand von diesem Paragraph über Mikronesien. Also der erste, was ist überhaupt ein Paragraph? Ein Paragraph, also eine Ansammlung von Wörtern, von Sätzen, die über dasselbe Thema gehen. Das heißt, wenn der Idee wechselt an ihrem Text, dann soll ihr einen neuen Paragraph machen. Für einen neuen Paragraph zu machen, das kennt ihr, du drückt da einfach die Enter-Taste an, dann erstellt ihr einen neuen Paragraph. Ich meine natürlich rückgängig mit dem Undo-Knöpfchen hier oben. Was ist aber los, wenn ihr seht, ich gebe einfach meinen Paragraph visuell ein bisschen abdehnen, ohne dass ich wirklich einen neuen Paragraph erstelle. Mir zum Beispiel gebe ich einfach gerne den nächsten Satz an einer neuen Zeile aufhängen. Hier gilt es nur ganz gut aufzupassen. Was falsch ist, hier am Word, ist, dass ihr dann einfach Enter drückt. Ich benutze nämlich das Kommando Shift-Enter, das heißt, den Shift-Taste gedrückt und dann drückt ihr immer auf Enter. Was ist also der Unterschied? Für das gut zu visualisieren, stelle ich meine Ausrichtung vom Paragraph auf links an. Das Kontrollsymbol, was dafür scheiert geht, ist schon mal ganz anders. Das hat just gewiesen, dass er aus sich aller Linie geht, also an die nächste Zeile sprang, ohne den Paragraph zu beenden. Für zu beweisen, dass aus sich das heute noch immer als E-Paragraph konsideriert wird, wählen ich einfach eine Hintergrundfarbe. Man hat hier für gesehen, dass aus sich die Hintergrundfarbe sich immer auf den gesamten Paragraph appliziert.
Voilà, ihr seht, das wird das Ganze noch immer als Paragraph konsideriert und nicht nur den ersten Teil, dem ich dann in einer Frage gehen habe. Als Gegenbeispiel habe ich meinen Zeilenumbruch hier weg und dann erstelle ich einen Paragraph, an dem ich einfach Enter drücke. Was passiert, wenn ich den Grundfrage hier vorne will ändern? Das testen wir direkt. Du wirst bei mir noch just den innersten Teil treffen, aber das eben dadurch bedingt, weil ich eben hier meinen ersten Paragraph getrennt habe und das heute noch einen zweiten separaten Paragraph. Wenn ich das heute Paragraphen zwischen noch im Wäsch hole, dann sieht er, geht die Frage geändert wird, ich verhält dann die Frage vom Anfang vom Text und appliziert sie dann eben auf den gesamten Paragraph. Wieso ist den Unterschied so wichtig, werde ich fragen. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel mit den Sachen, die wir an diesem Screencast gesehen haben. Lass mal so, ich gebe hier gerne einen Punkt für die Paragraph setzen, einfach eine Bulleted List machen. So. Wenn ich lo einen Zeilenumbruch machen, also mit Shift-Enter schaffen, dann ist der Teil dafür, du noch immer ein Paragraph und könnt nicht fälschlicherweise bemol hier nach ein Häkchen für drunter, den du sich dem Leser signalisiert, du könnt den zweiten Punkt oder ein anderes Element in einer Idee. Wenn ich nur einfach Enter drücke, voilà, sieht er, der Word erstellt hat wie ein neuer Paragraph und dann könnt den zweiten Häkchen für drunter, was in diesem Fall aber komplette Quadras, weil das noch immer dieselbe Idee, dieselbe Thematik. Und dafür ist es so wichtig, dass ihr den Unterschied kennt zwischen einem einfachen Zeilenumbruch, die geduldet das vierte Paragraph ein bisschen mehr abzulackern, ohne aber ihn aufzuschließen. Ich hole noch den zweiten falschen Paragraph, lo heirem Wäsch, an dem sollte schon der Schluss von dem ersten gehen, und dann mit der Delete-Taste den Innerschnitt vom Paragraph rumzählen und das Ganze zu engem Paragraph verschmelzen. Und damit kommen wir zum Schluss von diesem Screencast, an dem es ausschließlich in die Sektion Paragraph gegangen ist. Wir haben gesehen, wie ein eng Löscht mit Punkten erstellt, wie ein eng nummeriert Löscht erstellt, eng Löscht mit einer Hierarchie mit verschiedenen Leveln. Wir haben noch gesehen, wie ein die verschiedenen Leveln definiert mit diesen zwei Elementen. Dann haben wir gesehen, wie ein Paragraph orientiert, ob links zentriert, rechts oder justifiziert, das heißt, ob beide Seiten gebunden. Dann haben wir gesehen, wie ein den Zeilenabstand verändert, dann eine Option, wie ein Hintergrundfarbe vom Paragraph auswählt, wie ein Rumbohren rund um den Paragraph erstellt. Und die zuletzt Funktionen waren einfach für die Paragraphen zu sortieren und die ganz wichtige Funktion für die Kontrollcharakteren aufweisen zu lassen, für sie zu überprüfen, ob in irgendwo etwas zu viel aus ihrem Layout stehen hat. Ihr seht mit einer Reihe von Exercices gerade für sie gehen auf einem Arbeitsblatt. Lo gilt es, für die Sachen umzusetzen, die sich auf die Punkte haben und auf die Sachen, die wir am letzten Video gesehen haben, berufen. Vergesst nicht, so wie das am letzten Video annonciert, gehen wir zum Schluss, ein Lerntagebuch hier anzulehnen, wo ihr erst Notizen macht, ihr wird alles das, was wir gesehen, so dass ihr immer wisst, dass ihr könnt an die Datei zurückgucken könnt, falls ihr irgendwie erst verloren habt, wenn ihr nämlich wisst, wie eine Funktion geht oder wofür dazu da ist. Ihr die Video komplett rivers folgt nach Tipps und Tricks gehen, weiter könnt du ihm aber auch weiter schaffen, wann zum Beispiel aus irgendeinem Grund dann nicht könnt die Vollversion von Word, Excel, PowerPoint installieren. In dem Fall könnt ihr mit den Online-Versionen von Word, Excel, PowerPoint schaffen, die sich auf der Office 365-Plattform befinden. Der Link für drauf zu kommen oder die Adresse aus portaloffice.com, die steht auch schon am meinem Learning Log. Wenn ich den klicken, dann geht mein Webbrowser ab und ich connectiere mich dann auf Office 365 Plattform. Und da kommt der hier auf ihr Begrüßungsbildschirm und dann hier als Rappel. Wenn der hier oben auf Install Office 2016 klickt, dann kriegt er eine Vollversion raufgeladen von der ganzen Office-Paket. Das geht sowohl auf Mac wie auch auf einem Windows-PC. Wenn das aus irgendeinem Grund nicht bei euch funktionieren, dann hat er Zugriff auf die Online-Version Word, Excel und PowerPoint. Für das ihr könnt benutzen, also die Kondition, dass ihr das Dokument, das ihr wollt, bearbeiten, am OneDrive, an der Cloud aufgespeichert wird. Weil nicht mehr auf diese Sache können die Online-Versionen von Word, Excel und PowerPoint zurückgreifen. Von daher innen am Bereich Documents guckt, die noch bei euch sich affischiert, seht ihr die Datei als Recent, also Rezent, mein kürzlich bearbeiteten Dokumente abgelöscht sind. Und hier habe ich auch mein Learning Log. Das heißt, wenn das bei euch hier so steht, braucht ihr das just unzuklicken und dann schaut Word Online ran. Danke als Erinnerung, dass das eine aufgespeckte Version von Word an der hat viele Funktionen nicht, die da an der Vollversion auf dem fest installierten Programm bei eurem Computer hat.
Am Anfang könnt ihr das Dokument nie editieren, das ist just eine Vorschau, die geladen wird. Vier Dokumente können Sie editieren, klickt ihr oben auf Edit Document, und in diesem Fall Edit in Browser, da benutzt ihr die Online-Version für Word. Da lädt den Interface neu, und dann hat er den quasi bekannten Interface wie den, den wir auch gesehen haben, nur gerade bei der festen Version. Und da könnt ihr aufhängen, Sachen zu verändern. Wahrscheinlich ist es schon dem einen oder anderen aufgefallen, dass die Bohren, die wir am Word erstellt haben, gar nicht mehr angewiesen gehen. Man da das zum Beispiel eine Funktion, die an der Online-Version fehlt. Und kann davon ausgehen, dass wenn man den weiter drauf schafft, dass auch die Formatage mit den Bohren hier nur für Word Online rausgeholt wird. Das ist die Fehldisch hier nur, wenn man das an der Vollversion Welt weiter verschaffen. Dafür benutzt die Online-Versionen wirklich nicht mehr im Notfall, für einfach Sachen zu machen, weil eben viele Funktionen nicht dran sind.